Sehr gerne, wir haben also hey, Faden! Hier oben! Dirk bei Control? Hä? Ich war doch bei dir Affe schon. Ist der dumm? Ich will nicht nochmal mit ihm reden, der ist widerlich. Da war ich drin, ne? Noch kurz überprüfen. Ja, ist leer. Da geht's nirgends hin. Schön, dass Sie noch Sie selbst sind. Kann ich jetzt gehen? Ah ja, genau, ist offen. Achso, ich darf hier nicht. Ah, hier darf wieder ballern. Jetzt kann ich reinschießen und euch alle umlegen. Ah, oder auch nicht. Okay. Ich wollte es nur machen mal. Aber geht ja nicht. Ah, stimmt, das war die andere Seite. Nee. Was komplett anderes. Map, map. Okay. Ich dachte, da kommen wir vielleicht rein, aber nein. Ist der kaputt? Geht natürlich nicht kaputt. Geht natürlich auch nicht kaputt. Da kannst du mich so schweren Sachen dagegen werfen, wie du magst, und nichts geht hier. Irgendwo geht's auch nirgends hin. Weiß man bei dem Spiel inzwischen nicht mehr. Könnte überall irgendwo hingehen. Ja, kann ich da hoch? 20. LOL. Nein, sowas brauchen wir nicht klarkommen, dass das was benutzt wird. Arish hat nicht übertrieben mit dem Monster. Achso. Oh! Will ich das jetzt wirklich? Da ist so früh am Morgen? Ach nö, erstmal was lesen. Nee, das hat aber doch schon. Nee, das hat man nicht. Schwanenboot. Keine besondere Prozedere nötig. Beschreibung gewandelte Eigenschaften. Objektbücher aus Glasfaser. Die Bemalung ist einem Schwan nachempfunden. Dank der Pedale kann das Objekt im Wasser mit den Füßen angetrieben werden. Das Objekt geht einen physischen Impuls mit einem geschätzten Stärke von Wrap ab. Mögliche Verbindung zum ODM-5. Die genaue Stärke konnte aufgrund von Bedenken der Personalabteilung bisher nicht gemessen werden. Herkunft, das Objekt wurde in einem Verleih für Freizeitaktivitäten namens Map am Lake Map auf Vancouver Island, Kanada aufgegriffen, nachdem es im Laufe eines Sommers zahlreiche Mitfahrer über Bord geschleudert hatte, was schließlich die Aufmerksamkeit der Medien auf es zog. Das Objekt wurde mit dem Hubschrauber in die Behörde transportiert. Es wurde von einem Verwahrungsspezialist begleitet, der die Formel 10.9 bis 32 unterbrochen rezitierte. Es ist nicht bekannt, was sich im Helikopter abspielte, doch bei dem Absturz kamen alle Agenten ums Leben. Das Objekt wurde sichergestellt und mit dem Zug weiter transportiert. Es erreichte die Behörde ohne weitere Zwischenfälle. Okay. Sind da welche kaputt gegangen? Sind wir noch alles, oder? Ich bin Schwarzsteinprisma, geht zum Parapsychologie, findet den Weg in den Raum, um die Röntgenlichtbox zu binden. Machen wir noch. Erstmal das Viehkiller. Gleich die beste Aufgabe ever. Ich will da nicht rein. Haben wir leider nicht, ne? Ah, so eine Scheiße. Du Hallo. Hast mir die HRV gezeigt, als ich herkam. Und die Maschine, die sie herstellt. Oh, kannst fuck. Du mir helfen, an Prisma zu finden? Viel zu großer Raum. Viel zu großer Raum. Mit viel zu viel Scheiß zum Rumwerfen. So, so. Okay, das geht schon mal nicht. Wo ist das Viech? Kurz fallen lassen, Energie nachladen. Mit diesem Schwurbelding der Folge, hä? Ah, ich hab. Ah, die Fresse!
Wir werfen nicht einfach mit Gegenständen. So ein bisschen assi, aber ist mir egal. Ich darf das. Warum auch nicht, ne? Na? Put, 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 put. Einfach schon wirklich umzubringen. Ich die Steinplatte bewerfe. Holy! Ich will jetzt sterben. Ha, fuck you! Schnell, lass uns Darlings Labor suchen. Was war denn das gerade für ein Sound? Holy crap. Gibt's hier noch irgendwas? Du technisch, weiß man ja nicht. Nö, ja, alles gut. Heilige Kaka-Pupu. Ja, da labert er irgendwas. Ist mir dann egal. Ei, das Vieh macht aber Aua, du. Da kommt eh wieder gleich was. Es gibt Bereiche im ältesten Haus, wo unter den richtigen Bedingungen, wenn die Frequenz. Ja, ja, das hören wir uns gleich an. Jetzt entspann dich erstmal. Also, ganz kurz zum Lesen. Nutzung paranatürlicher Elemente Schwarzstein. Zusammenfassungsweise, eine Entdeckung hat der Schwarzstein es der Behörde erlaubt, in Sachen Isolations- und Verwahrungspraktiken große Schritte nach vorne zu machen. Dieser Bericht untersucht seine Struktur, die eine Dichte von Map aufweist und im Bereich von Map bis Map Herz jegliche Resonanzen neutralisiert. Es werden Innovationen der Behörde mit integriertem Schwarzstein analysiert. Allem voran die Brandschein. Was? Branchen. Brandschneisen? Brandschneisen? Ah, Brandschneisen, ja. Technische Meisterleistungen, die zukünftige Ausbrüche, Angriffe oder interne Bedrohungen unter Kontrolle bringen sollen. Es ist das Ziel dieses Berichtes, Mitarbeiter der Behörden zu ermutigen, weitere Innovationen mit Schwarzstein zu erforschen, da die Arbeiten in diesem Bereich in den letzten Jahren deutlich stagniert sind. Vollständiger Bericht in Akte 593-1733. Merkt ihr es eigentlich irgendwer von euch? Wie zwei Ungelesene. Hä? Müssen wir verarschen? Feldforschung über Zischerwesen, resonanzmutierter Agent. Ach du Scheiße. Resonanzmutierte Zischeragenten können sich unsichtbar machen und eine erschütternde Explosion auslösen. Das habe ich gemerkt, es tat weh, wenn sich in der Nähe ihre Ziele befinden. Spannenderweise kann der resonanzmutierte Zischer beide Fähigkeiten nicht gleichzeitig einsetzen. Er muss sich sichtbar machen, wenn er in der Offensive geht. Der resonanzmutierte Zischer ist einzigartig dahingehend, dass er eine paranatürliche Fähigkeit zeigt, die den Behörden zuvor unbekannt war. Er zapft vielleicht ein bisher unentdecktes Objekt der Macht an. Wie funktioniert diese Unsichtbarkeit? Wird der Resonanzmutierte vorübergehend zur Schwingung? Verwendet er die Resonanz, um Licht zu brechen? Die physische Deformation dieses besonderen Zischerwesens ist betrachtenswert in ihrer Konsequenz. Ganz eindeutig wäre der menschliche Wirt durch so eine extreme Umformung gestorben. Was die Frage aufwirft, sind die Befallenen einfach wiederbelebte Leichen? Falsche Berichte, Akte. Schwarzstein. Es gibt Bereiche im ältesten Haus, wo unter den richtigen Bedingungen, wenn die Frequenzen harmonieren, andere Dimensionen eindringen. Wir nennen sie die Grenzbereiche. Der Steinbruch ist einer der stabilsten davon im Wartungssektor. Dort kommt Schwarzstein her. Außerdimensionale Materie. Sie hat die außergewöhnliche Eigenschaft, zahlreiche Frequenzen zu blockieren. Und das ist gut so. So bleibt alles stabil, im Rahmen. Wie eine Art paranatürliches Blei. Wir erforschen zahlreiche gefährliche Dinge, die wir absolut genauestens unter Kontrolle haben müssen. Dazu dienen die Brandschneisen mit Schwarzstein. Die Containerzellen im Panoptikon. Emily. Der Code, Schwarzstein. 665. Beinahe teuflisch. Verstehen Sie? Oh. Wir können das wiederholen, wenn Sie. Schmeiß
Schwarzstein 665, okay. Immer wieder plus. Wie nennen Sie die Grenzbereiche? Der Steinbruch ist ja, ja, weiß ich doch schon. Der stabilsten davon. Damit kommen wir in den Steinbruch. Dort kommt Schwarzstein her. Das hast du doch auch gehört, oder? Schwarzstein kommt aus einem Grenzbereich. Der Steinbruch. Also müssen dort auch Prismen sein. Vielleicht. Wie eine Art paranatürliches Blei. Wir erforschen zahlreiche gefährliche Dinge, die wir absolut genauestens unter Kontrolle haben müssen. Ah, okay. Dazu dienen die Brandschmeißung mit Schwarzstein. Die Containerzellen im Panoptikon. Wir sollen jetzt... Grenzbereich. Geht zu Psy... Ich glaube, das ist die Main Story. Ich will aber erstmal das machen. Parapsychologie. Okay. Alles hier ist total verrückt. Aber es fühlt sich richtig an. Wie die Welt sein sollte. Ich bin in einem endlosen Gebäude, das in verschiedene Dimensionen führt. Und ich will nicht weg. Selbst bei all dem Horror. Ich muss ja nicht annehmen. Fühlt es sich gut an. Und okay. Richtig. Achso, ne, Schatz, ist aber schlecht. Dann müssen wir, Oder zumindest... Die müssen wir später machen. Was ist damit? Ist es in der Nähe? Auf richtige Weise verrückt. Nee, es ist nicht in der Nähe. Hypnose. Ach. Dann verfolgt man doch erstmal den Grenzbereich. Kenne ich den Raum zufällig? Ja. Ist dich, Allah! Blackrock Prairie? Nö. Sehe ich nicht so. Das stimmt, ohne Barmer mal, ne? Cool. Ah, look at this shit. Alter, da kann man sich doch noch verwirren in der Bude. Okay. Na, schon ein bisschen Blackrock und... Ah, nee. Ah, da. Ich wollte gerade sagen, halt die Fresse. Ich bin noch gerade da durchgelaufen. Boah, ich hätte gerade zu viel müssen, ganz wieder laufen. Ich will gerade kotzen im Strahl. Ich darf da rein, habe ich gehört. Hier ist nix. Keine bösen Leute, die mich wieder umbringen wollen. Hm, ist ja gut. Level 5. Ah, okay. Nehmen wir gerade mal ein. Das ist aber nicht geplant. Aha. Uni, Flieg und Sieg! Hat sie ihn weggefetzt. Ach nö, du schon wieder. Ja.
System erledigt. Blackberry. Okay. Ah, guck mal, da geht's wieder gut. Sehr schön. Wollte ich aber eigentlich nicht da schon auf anders hin? Das ist zu viel zum Lesen. Oh Gott, schlimm nicht. Gewinnung und Umwandlung dynamischer Energie. Map, Sarcophagus Container. Der NSC wurde im Auftrag des stellvertretenden Leiters Trench entwickelt, kurz bevor er Direktor wurde. Der Behälter bietet eine sichere Methode, überschüssige Energie von Map zu gewinnen, während es eine humane Methode ist, ihn unterzubringen. Die Kühlmittelpumpen verhindern, dass der Behälter und seine Map überhitzt, während die Energie abgesaugt wird. Die Energie wird dann in Transformatoren geleitet, die sie unter Einsatz von Turbinengeneratoren in einen Map wandelt. Der generiert Strom, versorgt die gesamte Behörde, wodurch wir komplett autark im Netz von New York nahezu unsichtbar sind. Nach Verschwinden des NSC-01 durch eine Manifestation der Kraft von Warp wurde der Insasse gefesselt und ein zweites Modul gebaut. NSC-02 verfügt über eingebaute Raumanker, die so konzipiert sind, dass sie eine translokative Wirkung auf den Insassen verhindern. Falsche Berichte, Akte 9230544. Ich wollte eigentlich noch woanders schon vor. Ja, muss aufpassen, dass ein Runterfall zum Spiel klappt. Das ist dead! LOL! Wisst ihr? Weg mit dir! Schläft immer noch, Sauerei. Hier kurz mal zurück. Ist aber interessant. Heilige Scheiße, sie sind verzweigt. Da war ja der Aufzug. Gucken wir mal anders hin dann, okay, dann sind wir herkommen. Nur kurz für mich zur Nachvollziehbarkeit alles. Ach, und das war die Tür, ne? Boing. Okay. Gut, 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 gut. Hui. Da lang. Ist ein paar Scheiben übelst hell, ne? Respawn. No, 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 no. Boah, dann müssen wir jetzt mal weiter. Dass die sich da unten gewundert haben, was hier aber für eine Party abgeht. Stimmt man da oben? Nee, aber keine Gegner zu haben. Das Gebiet. Die haben sie weggefetzt. Mit dem Gas. Aber das Haus ist schon extrem, du. Also, vor allem die Leute da drin, also was Korruption betrifft, ne? Respekt an die. Echt übel. Kann man nichts wegheben. Da ist auch nichts. Ich trau der Sache hier nicht. Nur zur Vorsicht. Hier wird doch bestimmt was sein. Ja, okay, abgesehen von der ranzigen Notiz. Ups, das wollte ich jetzt so nicht. Ich wollte eigentlich abwerfen da unten. Das hat geklappt. Schade. Der Oszillator GO3KE. Zusätzlich materiellen Auszug aus offizieller innerbehördlichen Beschwerde. Das Phänomen Todesventilator ist in der Region in aller Munde. Seit Auslandsermittlungsbeamter Map im Gespräch mit einem örtlichen Journalisten erklärte, dass elektrische Ventilatoren mit Geschwindigkeiten funktionieren, die aufgrund übermäßiger Luftverwirbelungen zur Erstickungstod führen können. Da unsere Behörde noch in den Kinderschuhen steckt, müssen wir Fehltritte vermeiden. Jegliche Information für die Öffentlichkeit muss eine logische, aber vage Erklärung bieten, die der Wahrnehmung unserer Welt als stabilen und kontrollierten Nachdruck verleiht. Wir müssen vorsichtiger vorgehen. Vor allem in einem zunehmenden technisierten Welt, in der dank Radio und weitere Innovationen Informationen mit ungeahnter Geschwindigkeit verbreitet werden können. Aus diesem Grund beharren wir darauf, dass unsere Abteilung jegliche Kommunikation mit öffentlichen Institutionen übernimmt. Hochachtungsvoll William S. Powers, Leiter der Abteilung für öffentliche Informationen und Ablenkungen. So, so, die stauen uns alle, Kappa. Da darf ich rein? Sehe ich anders.
Okay. Niemand, der auf den Sack geht. Interessant. Watch your step. Ah, man dachte gerade schon. Geht's noch? Ja, mit dem Shit. Ah, da geht's jetzt runter. Will aber nicht. Oh, so eine Scheiße. Komm, hier klemmt der Aufzug ist kaputt. Ich muss auf die altmodische Art darunter. Springen? Ach, so meinst du. Okay. Och, fick dich. Hab's schon gesehen. Mach den von dir Oberblatt. Bin ja nicht blöd. Dann kommen wir mal. Als ob ich zu dir gehe. Du Lachsoffersch. Genau deswegen. Genau deswegen. Hinlauf. Oh, guck mal, du explodierst ja, mein Freund. Hahaha, ha, ha, der war gut. Okay. Das hätte jetzt aber auch schief gehen können. Ich glaube, da kommen wir regulär jetzt runter. Warum ist wahrscheinlich auch klar, dass der Aufzug kaputt ist? Könnte so bequem sein, ne? So viel zum Thema Instandhaltung wieder, ne? Ansonsten ist ja nichts bis jetzt. Freut mich ja schon mal. Da drüben ist auch nichts zu mitnehmen oder so, ne? Nee. Spawnt hier vielleicht zufällig was, wo ich gleich wieder einen Herzinfarkt bekommen habe. Nee, auch nicht. Gut, sehr schön. Ach, ich hör's doch schon wieder. Ich hab dich gehört. Zeig dich. Du Rebell. Was, ein Knopf? Sollte mir das jetzt was sagen? Nicht wo vorbei, weil ich hier drehen kann. Weil jetzt mit zurückgehe, ist nämlich nichts, ne? Scheiße. Ja gut. It's too late. Aber hier geht's dann noch. Aha. Bist du Pisa? Na? Boom. Uff. Drin kommen wir nicht alle rein, okay. Wir müssen da runter. Und dann dahin. Da haben wir auch nichts Materialtechnisches. Uiuiui. Okay. Alter, der lässt die Abtrüge. Sag mal vorsichtig. Oder nimm ab. Das ganze Ding noch kaputt. Ach Gott, ich hör's doch schon wieder. Ganz doch kehrt. Könnt mich nur mal verarschen. Wo seid ihr? Günni, da sind wieder die Verrückte. Ja, schmeiß halt daneben. Schnell, bevor irgendwer noch kommt.
Wird's clean oder wird man nur getrollt? Ewig gecleant. Okay. Nach einem Anruf von der Bank weisen Tesla Model 3 Long Range Besteller. Holen sie sofern Gebäude für Finanzierung ein. Außer eine Versicherung gezahlt. Apropos, da geht's vorwärts. Freut mich. Und jetzt geht ja, oder was? Halt! War das jetzt dumm? Ah, nee, da kann ich mit der Rufe. Jetzt funktioniert. Hä? Ich glaube, der fährt eine Weile. Hm, können wir was upgraden oder so? Immer noch nicht. Ich will das nicht herstellen. Das ist eine schwere Entscheidung. Außer Erinnerung brauche ich dafür. Ich rufe den wieder. Wir brauchen ja 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.10, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.10. Alter, das dauert schon fast eine halbe Minute, was mit dir falsch im Leben? Naja, bevor wir die Black Rail gehen und Elend sterben werden, sehr gerne, danke fürs Zuschauen mit dabei sein. Like, Teil, kommentieren, aber nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Bye! Hat noch ein besseres Licht hier, so. Oh Gott, lieber doch nicht. Ah, so ist okay. Nee, lieber. Ja, 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 dunkel. So ist gut. Bye, Control. Auf Wiedersehen. Tschüss.